Wunderschönen guten Tag, liebes YouTube. Herzlich willkommen zu einem der wohl, glaube ich, am meisten gewünschten Videos auf unserem Channel. Ja, es ist endlich soweit und zwar ich von den Zweifellos präsentiere euch heute mein Deckprofil des Blue Eyes White Dragons. Es ist natürlich eines der Decks, das momentan in der Meta extrem krass gespielt wird. Ganz kurz oder vor ganz kurzer Zeit wurde die Weltmeisterschaft ausgetragen und der Sieger ist halt ein Blue Eyes White Dragon Deckspieler. Von dem her macht es eigentlich durchaus Sinn, dass man ein bisschen drauf eingeht. In diesem Video werde ich euch erstmal das Main Deck präsentieren und später auf das Extra Deck und auch ein paar Karten zum Siden eingehen, beziehungsweise auch Techniken, wie man manche Karten miteinander spielen kann. Genau, dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach mal direkt damit an und natürlich das Herzstück dieses Decks ist einfach der blauäugige weiße Drache. Also, oder wie man ihn gerne, wenn man die Anime-Serie gesehen hat, der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Ohne diese Karte funktioniert dieses Deck nicht. Das ist einfach faktisch so. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass diese Karte so stark im Spiel nochmal benutzt wird, weil es jahrelang eigentlich keine großartigen Decks gab, die sich wirklich um normale Monster gedreht hat. Also sprich, normale Monster waren eigentlich in der Meta nie wirklich groß gefragt tatsächlich. Und hier ist der blauäugige weiße Drache ein Herzstück oder beziehungsweise das Herzstück und ein extrem wichtiges Element, um dieses Deck überhaupt zu spielen. So, den packe ich mal hier hin. Die nächste Karte ist eigentlich die Karte, die grundsätzlich dafür sorgt, dass dieses Deck in der Meta spielbar ist. Beziehungsweise viele sind der Meinung, dass diese Karte das Deck überhaupt in die Meta spielbar machen. Und zwar, das ist der blauäugige alternative weißer Drache. Warum ist diese Karte so wichtig? Weil der Effekt besagt, dass man diese Karte spezial beschwören kann, indem man einen weißen Drachen, den man auf der Hand hat, vorzeigt und dann kann man diese Karte einfach offen in der Angriffs- oder Verteidigungsposition spielen. Das ist eigentlich super, weil es einfach eine sehr einfache, wenn auch eine direkte Spezialbeschwörung ist. Darüber hinaus ist der Effekt, der diese Karte hat, eigentlich absolut fantastisch und extrem, extrem gut. Und zwar, wenn man diese Karte ausgespielt hat oder wenn diese Karte auf dem Feld liegt, kann sie einmal pro Runde ein gegnerisches Monster zerstören. Also das ist echt krass. Man wählt ein offenes Monster oder beziehungsweise ein gegnerisches Monster und es ist kaputt, es ist zerstört. Klar, wenn ein Effekt aktiviert wird, wird ein Effekt aktiviert. Aber man kann damit direkt ein Monster zerstören, ohne anzugreifen. Der Nachteil hingegen ist wieder, wenn man diesen Effekt eingesetzt hat, dann kann man nicht mehr mit dieser Karte angreifen. Aber trotzdem, und gerade weil der Effekt für diese Karte vorhanden ist, macht es den blauäugigen alternativen weißen Drachen extrem stark und extrem wichtig. Weil oftmals ist es so, dass man diese Karte ausspielt, dann aktiviert man seinen Effekt auf das gegnerische Monster und benutzt diese Karte noch für eine Xyz oder eine Synchro-Beschwörung. Auf jeden Fall ist es eine Karte, die man dreimal spielen muss, das habe ich vergessen zu sagen, blauäugige weiße Drache muss dreimal gespielt werden und auch der blauäugige Alternativdrache sollte man unbedingt, also wirklich unbedingt dreimal spielen, weil sonst funktioniert das ganze Ding nicht wirklich. Genau, als nächstes spiele ich in meinem Deck den Drachengeist des Weißen nur zweimal. Warum? Da kommen wir später drauf. Und zwar, diese Karte, wenn sie hat einen Angriffswert von 2500 und einen Verteidigungswert von 2000. Wenn man diese Karte spezial beschwört, dann kann man damit eine verdeckte Zauber- oder Fallenkarte oder offene Zauber- oder Fallenkarte verbannen. Das ist sehr, sehr interessant, weil zum Beispiel man spielt diese Karte aus und der Gegner hat eine Feldzauberkarte offen liegen oder eine Fallenkarte verdeckt liegen. Dann kann man diese Karte einfach direkt verbannen lassen und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Effekt. Darüber hinaus, wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, wird sie zu einem normalen Monster. Das ist noch ganz wichtig in Bezug auf die nächste Karte, die ich euch gleich zeigen werde. Und zwar wird diese Karte in meinem Deck zweimal aktuell gespielt. Man kann sie dreimal spielen, macht auch Sinn, es hängt immer noch davon zusammen, oder es hängt immer davon ab, wie man die Karten miteinander spielt, beziehungsweise was für einen Kartendeck man sich aufgebaut hat. Und das, was ihr jetzt erzählt, ist natürlich jetzt erstmal meins. Und ich spiele in meinem Deck den Drachengeist des Weißen aktuell zweimal. So, dann kommen wir zur nächsten Karte, die ich direkt mal dreimal spiele und die ist halt extremst wichtig und auch extrem teuer mittlerweile. Der Weiße Stein der Uralten. Der Weiße Stein der Uralten ist eine sehr, sehr wichtige und eine sehr essentielle Karte in diesem Deck. Und zwar kann diese Karte einmal während der Endphase, falls du diese Karte in einem Friedhof befindest, weil sie in diesem Spielzug dahingelegt wurden, du kannst ein blaues Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Sprich, ich habe diese Karte verdeckt gelegt, ich werde angegriffen, die Karte wird zerstört, kommt auf den Friedhof, ist gut. Der Zug wird beendet von meinem Gegner und in diesem Fall kann ich die Karte aktivieren und kann diese Karte oder diese Karte zum Beispiel
direkt aus dem Friedhof auf den Feld rufen. Und es ist fantastisch. Und in seinem Fall zum Beispiel, wenn er dann gerufen wird, kann er seinen Effekt wieder aktivieren und kann direkt eine feindliche Zauberkarte oder Fallenkarte verbannen. Ich hatte übrigens bei ihm vergessen, sein Effekt ist auch noch, wenn er zum Beispiel in der Battle-Phase der Gegner zwei Monster liegen, man hat selber diese Karte liegen und man greift an, dann kann man ihn zum Beispiel opfern und kann einen blauäugigen weißen Drachen, wenn man ihn auf der Hand hat, an seiner Stelle platzieren. Ist ganz nett und manchmal auch ganz praktisch, um zum Beispiel einen Gegner direkt fertig zu machen. Aber gut, dazu mehr. Genau. Und der weitere Effekt von dieser Karte ist auch noch, du kannst diese Karte verbannen und dann ein blauäugiges Monster in deinem Friedhof wählen, außer himmelsblauäugige silberne Drache, das ist eine Synchro-Karte. Füge seine Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Zug anfangen. Also sprich, ich kann sie verbannen dann vom Friedhof und kann mir dann eine von diesen hier zum Beispiel auf die Hand nehmen. Das ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel einen weißen Drachen in der Hand hat, er liegt auf dem Friedhof, nimmt man ihn sich auf die Hand, kann man dann spezial beschwören. Oder zum Beispiel, man hat in der Hand eine Zauberkarte, mit der man einen Drachen abwirft und dann zwei Karten zieht, und dann kann man zum Beispiel einen von denen auch zurückholen und dann immer hinwerfen. Sie wird aber halt dann verbannt. Was aber nichts macht, weil wir oder beziehungsweise ich auch eine Karte spiele, die verbannte Karten zurückholt. Und das Interessante ist, auch wenn diese Karte verbannt ist, also aus dem Spiel entfernt wird und dann auf dem Friedhof zurückgelegt wird, dann greift wieder der erste Effekt. Und das ist super, super, super interessant. Also diese Karte ist wirklich Dreh- und Angelpunkt neben diesen zwei Karten eigentlich von diesem Deck. Und deshalb spiele ich sie in meinem Blue Eyes White Dragon Deck dreimal. Und es ist übrigens auch ein Empfänger, also eignet sich bestens für Synchronisationsbeschwörungen. Genau. Die nächste Karte innerhalb meines Decks ist auch eine sehr wichtige Karte. Eigentlich habe ich nur wichtige Karten, wenn man mal drauf zu sprechen kommt. Und zwar der Weiße mit den blauen Augen. Der Weiße mit den blauen Augen hat zwei Effekte, die eigentlich sehr, sehr interessant sind und auch sehr wichtig sind. Zum einen ist es ein Stufe 1 Empfängermonster. Und zwar, wenn man diese Karte direkt ausspielt, kann man sich ein Monster... ich lese es am besten einfach vor. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Lichtempfängermonster der Stufe 1 von deinem Deck hinzufügen. Außer Weiße mit blauen Augen. Also diese Karte nicht. Aber man kann sich zum Beispiel die Maid mit den blauen Augen zurückholen. Oder den Meister mit den blauen... den Meister mit blauen Augen. Genau. Du kannst diese Karte abwerfen und dann ein Effektmonster wählen, das du kontrollierst. Lege es auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre ein blauäugiges Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Sprich, ich habe jetzt den Stein hier liegen und ich aktiviere den Effekt auf ihn. Landen beide zwar auf dem Friedhof, aber ich kann mir zum Beispiel einen weißen Drachen oder einen Drachengeist des Weißen aus meinem Friedhof holen. Aus meinem Deck beschwören. Und das ist sehr, sehr stark und sehr, sehr interessant. Das, ja. Deshalb ist diese Karte eigentlich auch sehr wichtig, um Karten zum Beispiel aus dem Deck zu holen. Also einsternige Monster. Oder halt auch, um den Effekt zu aktivieren und normale Monster zu beschwören, wie den weißen Drachen oder den Drachengeist des Weißen und so weiter und so fort. Sehr wichtige Karte, eignet sich auch natürlich für Synchronisation, weil Stufe 1 und Empfänger. Sehr gute Karte, sehr teure Karte, aber essentiell für ein Blue Eyes White Dragon Deck. So. Die nächste Karte, die nächsten Karten, die ich in meinem Deck spiele, sind sehr strittig. Man kann sie spielen, muss sie aber nicht. Und zwar spiele ich in meinem Deck zweimal Geister, Oger und Schneehase. Ich hatte zuvor zweimal den Effektverschleierin oder die Effektverschleierin in meinem Deck. Diese Karte ist auch super gut, aber ich erkläre euch gleich, warum ich eher lieber diese Karte anstatt diese Karte spiele. Die habe ich übrigens dann in meinem Side-Deck, weil man weiß ja nie. So, und zwar spiele ich den Geisteroger und Schneehase aus dem Grund, weil, ich lese mal den Effekt vor, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn der Effekt von einem Monster auf dem Spielfeld aktiviert wird oder wenn der Effekt einer Zauberfallenkarte aktiviert wird, die bereits offen auf dem Spielfeld liegt, du kannst diese Karte von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, zerstöre die Karte auf dem Spielfeld. Du kannst diesen Effekt von Geister und Schneehase nur einmal pro Spielzug aktivieren. So, während bei Effektverschleierin das so ist, dass eine Karte ihren Effekt negiert bekommt, was sehr praktisch ist, zerstört diese Karte den Effektauslöser. Also sprich, ich habe hier eine Exus-Karte, die aktiviert einen Effekt, die irgendwie, weiß was ich, sie dazu verleitet, zweimal anzugreifen, aktiviere ich diese Karte und schmeiße sie auf den Friedhof. Das ist ganz gut. Beispielsweise bei ihm hier würde Effektverschleierin halt verhindern, dass er den Effekt aktiviert, was ganz nett ist. In dem Fall würde ich halt eher trotzdem diese hier spielen, weil sie zerstört zwar meine Karte, aber der Gegner kann sie nicht auf dem Feld behalten, weil sie durch den Effekt dieser Karte, also von Geisteroger und Schneehase, auf den Friedhof gelegt wird. Es ist also eigentlich ist es ganz interessant, dass man vielleicht
ich spiele sie halt zweimal, weil ich einfach den Effekt ziemlich gut finde. Man könnte sie aber auch beispielsweise nur einmal spielen und stattdessen einen Effektfallschleierin oder eine Effektfallschleierin ins Deck nehmen. Was eigentlich auch keine schlechte Kombination wäre, aber ich momentan einfach viel stärker auf diese Karte setze. Aber wie gesagt, es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er sein Deck aufbauen möchte, wie er es gestaltet. Ich zeige euch momentan nur meine Karte. Diese Karte gibt es übrigens relativ günstig momentan, weil sie im Kaiba Megatin drin war. Genau, jetzt kommen wir zu den Einzelkarten, Einzelmonsterkarten. Und zwar beginne ich erstmal mit dem tapferen Archendrachen, den ich immer Arkendrachen nenne. Der Effekt von dieser Karte ist relativ ähnlich zu dem von dem Stein. Nur im Gegensatz dazu aktiviert sich dessen Effekt nicht in der Endphase wie beim Stein, sondern in der Standby-Phase des Gegners. Aber nur kurz vorgelesen. Und zwar, falls diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschworen wird, du kannst so viele offene Zauber- und Fallenkarten, die dein Gegner kontrolliert, so viel wie möglich verbannen. Und falls du dies tust, erhält diese Karte für jede verbannte Karte 200 ATK und Def. Ist ganz nett, aber in diesem Deck eigentlich völlig irrelevant. Einmal pro Spielzug während der Standby-Phase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie im letzten Spielzug dahin gelegt wurde, du kannst ein Monster von Typ Drache der Stufe 7 oder 8 beispielsweise von deinem in deinem Friedhof wählen, außer tapferer Arkendrache. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Das ist eine sehr interessante Karte, sehr gute Karte. Vor allem, klar, der erste Effekt ist halt eher uninteressant, aber man kann ihn zum Beispiel benutzen, wenn man gegen ein Deck spielt, das halt wirklich sehr stark auf Zauberkarten und Fallenkarten aus ist, die halt offen rumliegen. Und dann kann man diese Karte eigentlich sehr gut stärken. Das ist ganz nett. Aber der zweite Effekt ist halt im Endeffekt ähnlich wie die dieses Steins. Man kann ein Monster beschwören und wenn man noch eine Karte auf die Hand nehmen kann, dann ist es echt, echt praktisch. So, genau. Die nächste Karte nehmen wir einfach die Might. Die müsste eigentlich jedem bekannt sein. Wenn die Might attackiert wird, kann man die ATK oder den Angriff annullieren, wird in Verteidigungsposition gelegt und man kann einen weißen Drachen aus dem Deck oder der Hand oder dem Friedhof beschwören. Wenn ein Effekt aktiviert wird, geht der Effekt durch, sie wird zerstört oder weiß was ich was mit ihr gemacht wird, aber man kann trotzdem einen weißen Drachen aus irgendeinem beliebigen Feld, Zauberkarte, Friedhof, Deck oder Hand beschwören. Sehr gute Karte, auch wichtig da ein Empfänger, also hatte ich früher dreimal im Deck, mittlerweile habe ich sie nicht mehr, also nur noch einmal drin, weil sie das Spiel sonst ein bisschen verlangsamt und das möchte ich nicht. Das ist eine reine Verteidigung und Death-Karte. Aktuell. No. So, dann haben wir den Meister mit den blauen Augen. Der Meister mit blauen Augen ist ganz interessant. Eigentlich, ist die nicht mehr so häufig zu finden, aber der Effekt ist ganz nett. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kann man eine Karte aus dem Friedhof Stufe 1 Licht auf die Hand nehmen. Ist ganz nett, wenn man zum Beispiel ihn hier auf dem Friedhof liegen hat, dann kann man ihn zum Beispiel ausspielen, kann ihn auf die Hand nehmen und aktiviert seinen Effekt auf ihn. Und dann kann man wieder einen weißen Drachen aus dem Deck spielen. Ist ganz nett, macht man auch und ist super. Darüber hinaus wird diese Karte dann auf den Friedhof gelegt oder wenn sich diese Karte auf dem Friedhof befindet, kann man einen Effekt aktivieren und ein Effektmonster, das offen auf der eigenen Spielfeldseite liegt, anvisieren und kann dann einen blauäugigen Monster aus dem Friedhof spezial beschwören und diese Karte wird ins Deck gemischelt. Also ist super, weil das eigentlich im Endeffekt eine Recycle-Karte ist und einmal tut die echt keinem weh, finde ich. Also kann man echt gut spielen und kann man eigentlich auch echt spielen. So. Als nächstes spiele ich Hüter des Schreins. Das ist eigentlich so eine Notfallkarte im Endeffekt, aber ich lese auch mal ganz kurz vor, weil der Effekt relativ interessant ist und auch ein bisschen länger. Diese Karte kann als zwei Tribute für die Tributbeschwörung eines Monsters vom Typ Drache behandelt werden. Sprich, man muss nur die Karte opfern und kann Stufe 7 oder 8 hier das Ding hier beschwören. Genau. Solange sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet, falls ein offenes Monster vom Typ Drache auf dem Spielfeld außer Hüter des Schreins durch einen Karteneffekt oder weil es durch Kampf zerstört wurde, auf dem Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Dann, falls du das auf den Friedhof gelegte Monster ein Normalmonster ist, kannst du deiner Hand ein normales Monster vom Typ Drache von deinem Friedhof hinzufügen. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug aktivieren. Sehr interessante Karte, sehr starke Rescue-Karte, sag ich jetzt mal. Man hat sie in der Hand oder im Friedhof und der weiße Drache wird durch den Gegner besiegt. Man hat nichts mehr auf dem Feld und der Gegner könnte eigentlich platt machen. Schwupp, einfach aufs Feld packen, hat 2100 Verteidigung, ist nicht viel, aber ist gut. Und damit kann man vielleicht nochmal die eine oder andere Runde überleben. Wenn man ihn zum Beispiel dann die Runde überdauert, dann kann man dadurch einfach einen weißen Drachen aus der Hand einfach für eine Karte beschwören. Sehr interessant, sehr praktisch und wirklich empfehlenswert, wenn man, ja, wenn man so ein bisschen sich absichern möchte, sage ich jetzt mal. Und sie tut auch nicht weh, weil der Effekt durch diese Einfachbeschwörung ist sehr, sehr interessant. Genau. So viel zu den Monsterkarten. Ich tue sie mal weg.
Kommen wir zu den Zauberkarten, die eigentlich sehr wichtig sind. Und zwar spiele ich in meinem Deck zweimal Ruf des Silbernen. Ruf des Silbernen gewährt mir, ein normales Monster aus dem Friedhof zu beschwören. Ist ganz nett und es ist Schnellzauberkarte, sprich man kann sie auch, wenn sie verdeckt gespielt wurde, im gegnerischen Zug spielen. Manchmal ganz praktisch so, ist so eine Rescue-Karte ein bisschen, aber halt auch, weil man die Karte dann, ja, weil man einfach einen weißen Drachen aus dem Friedhof aufs Feld rufen kann. Oder halt auch den Drachengeist des Weißen. Weil, wir erinnern uns, der gilt als normales Monster im Friedhof. Jo, dann in Zahlungsname. Einfach ein Monster der Stufe 8 des Typ 3. Einfach ein Monster der Stufe 8 abwerfen und zwei Karten ziehen. Ist super. Wird sogar hin und wieder in Exodia-Decks gespielt, manchen. Spiele ich im Fall zweimal, weil ich einfach genug Karten habe, um einfach abzuwerfen. Ja, dann eine sehr wichtige Karte und zwar The Melody of Awakening Dragon. Man muss eine Karte aus seiner Hand abwerfen und kann ein Monster oder beziehungsweise bis zu zwei Monster des Typ Drachen auf die Hand nehmen, deren Angriffspunkte 3000 oder mehr betragen oder 2500 oder weniger betragen. Das ist ganz interessant, weil mit dieser Karte kann man den weißen Drachen direkt auf die Hand nehmen und dazu noch diese Karte und hat dann im Endeffekt direkt die Combo. Also das hier ist eine verdammt gute Combo. Einfach eine Karte abwerfen, die zwei auf die Hand nehmen, ihn spezial beschwören, weil man ihn vorzeigt. Fantastisch, also ganz ehrlich, das ist eine Karte, die halt wirklich diesen Spielfluss bzw. diese Karten auf die Hand bringt und diese Karte dann alsbald aufs Feld ruft. Sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Und man kann sie in jeder Runde so oft spielen, wie man will, also bis zu dreimal. Sehr wichtig, sehr, sehr gut. So, dann haben wir natürlich den Klassiker, den man eigentlich in jedem Deck fast spielen sollte, das mit dem weißen Drachen behaftet ist. Oder vielleicht auch Red Eyes, ich weiß es nicht. Ist der Drachenschrein. Und zwar kann man sein Deck durchsuchen und ein Monster vom Typ Drache auf den Friedhof legen. Und falls das Monster ein normales Monster gewesen ist, kann man noch ein weiteres Monster des Typ Drachen auf den Friedhof legen. Ist zum Beispiel eine Kombination weißer Drache auf dem Friedhof und den Stein auf dem Friedhof, beendet die Runde, kann dann vom Stein aus dem Drachen aus dem Deck rufen und so weiter und so fort. Eigentlich eine sehr wichtige und auch sehr gut spielbare Karte im Blue Eyes White Dragon Deck. So, als nächstes eine der wichtigsten Karten im ganzen Deck und das ist die wunderschöne Rückkehr der Drachenherren. Diese Karte spiele ich dreimal, weil, und das ist eigentlich unglaublich, dass sie eigentlich nicht von der Bannliste betroffen wurde, wähle ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung, falls ein oder mehr Monster vom Typ Drache, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Das heißt, ihr benutzt 3 Geki, ich verbanne die Karte, alle meine Drachen sind fit. Ihr benutzt Schwarzes Loch, ich aktiviere diese Karte, alle meine Drachen sind noch fit. Also, diese Karte wird, und das garantiere ich euch, garantiert wird in Zukunft irgendwann mal von der Bannliste getroffen, weil sie einfach verdammt stark ist. Und auch echt gut und muss zwangsweise dreimal in diesem Deck gespielt werden. Meiner Meinung nach. Genau. Jetzt ein Haufen Einzelkarten. Ich habe keine Regie hier, deshalb spiele ich Schwarzes Loch. Ist eine gute Karte, kann man wieder spielen. Ich glaube zweimal momentan schon. Dann natürlich Zwillingstwister. Spiele ich einmal, kann man zweimal spielen, muss man aber nicht. In diesem Fall wirft zwei Karten ab und kann zwei Zauberkarten zerstören oder bis zu zwei Zauber- oder Fallenkarten zerstören. Ist ganz interessant und echt wichtig, wenn man gegen Monarchs spielt oder andere Karten, Decks, die sehr stark darauf ausgelegt sind, dass man Karten auf dem Feld liegen hat. Genau. Dann einer für einen ist für mich eine sehr wichtige Karte, weil man kann ein Monster aus der Hand entfernen und kann sich dann ein Stufe 1 Monster Spezialbeschwörung aus dem Deck aufs Feld holen. Ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man den Meister mit den weißen Augen auf der Hand hat oder den Sage mit dem Blue Eyes of White Dragon. Dann holt man sich die Might aufs Feld, benutzt den Effekt und hat dann plötzlich zwei weiße Drachen auf dem Feld. Und man kann die Might auch noch anhängen und dann, also meiner Meinung nach eine extrem wichtige und auch zu Recht auf 1 limitierte Karte. Genau, dann törichtes Begräbnis, auch in diesem Deck sehr wichtig, auf 1 limitiert, man kann ein beliebiges Monster, einfach einen Stein auf dem Friedhof, beendet die Runde und bekommt einen weißen Drachen oder einen Drachengeist des Weißen aufs Feld. Super wichtig, super interessant und wirklich eine sehr gute Karte. Und zuletzt Seelenlast. Seelenlast erlaubt es einem, so viele Monster aus dem Friedhof wiederzubeleben und man zahlt pro Monster 1000 Lebenspunkte. Man kann auch in dieser Runde nicht angreifen, aber dadurch, dass man so viele Monster wie möglich halt im Endeffekt aus dem Friedhof beschwören kann, kann man diese als Exus oder Synchro-Monster benutzen, was einem dann doch schon so einen gewissen Vorteil gegenüber dem Gegner bringen kann oder zumindest für die nächste Runde einen sehr, sehr, sehr starken Vorteil ermöglicht. Es ist eine, ja, wie gesagt, es ist eine verdammt gute Karte, aber man muss halt wirklich genau wissen und genau abschätzen können, wann man diese Karte spielt. Ja, genau.
Und so viel eigentlich zu meinen Zauberkarten. Und ich habe eine einzige Fallenkarte aktuell im Deck. Und zwar ist das Ernste Warnung. Ernste Warnung ist eine sehr wichtige Karte, weil man damit einfach Beschwörungen verhindern kann. Am liebsten würde ich noch Strikes spielen, aber ich habe keine Strikes. Entsprechend ist mein Deck einfach darauf ausgelegt, darauf zu verzichten. Aber Ernste Warnung ist eine Fallenkarte, die man unbedingt reinnehmen muss und eigentlich auch sollte. Ist auf 1 limitiert, zu Recht. Wobei der Strike eigentlich noch krasser ist, aber dazu kann dann der Flo, der andere Flo, mehr sagen. Genau, so, das war das Main Deck und gleich kommen wir zum Extra Deck. So, in meinem Extra Deck spiele ich eine Fusionskarte und das ist der blauäugige Zwillingsausbruchdrache, weil diese Karte kann man spielen auch ohne Fusionskarte, indem man einfach zwei weiße Drachen als Spezialbeschwörung zusammen fusioniert. Das Interessante an dieser Karte ist, sie kann nicht durch einen Kampf zerstört werden und wenn sie gegen ein Monster kämpft, das zum Beispiel stärkere ATK oder höhere Verteidigungspunkte hat, wird diese Karte nicht zerstört, man bekommt zwar die Lebenspunkte abgezogen, aber die gegnerische Karte wird im Anschluss verbannt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Karte, wenn sie auch mittlerweile relativ wenig mehr gespielt wird. Ich hatte sie zum Beispiel am Anfang mal zweimal im Deck, aber es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, aus diesem Grund nur noch einmal in meinem Deck und ja, eigentlich aber auch eine coole Karte und das Artwork ist fantastisch. Das Artwork ist echt fantastisch. Eine Karte, die ich zweimal in meinem Deck spiele, das ist der blauäugige Geisterdrache. Dessen Effekt ist dann doch schon wesentlich unterschiedlicher zu dem blauäugigen Zwillingsausbruchdrache. Und zwar, ich lese euch das mal vor, es benötigt ein Empfänger oder mehr blauäugige Nicht-Empfänger-Monster außer himmelblauäugiger silberner Drache. Kein Spieler kann zwei oder mehr Monster gleichzeitig als Spezialbeschwörung beschwören, zum Beispiel wenn dann Seenlast gespielt wird. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn der Effekt einer Karte im Friedhof aktiviert wird, du kannst die Aktivierung annullieren. Gegner spielt Blue Eyes, will einen Stein aktivieren. Tut mir leid, ist nicht. Ich annulliere diese Beschwörung. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst diese als Spezialbeschwörung beschworene Karte als Tribut anbieten und beschwöre ein Lichtsynchronmonster vom Typ Drache als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck in die Verteidigungsposition, außer blauäugige Geisterdrache. Aber zerstöre sie während der Endphase dieses Spielzugs. Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Effekt, vor allem wenn man im Anbetracht des nächsten Monsters spielt, also man benutzt diesen Effekt, um wie gesagt ein Lichtmonster zu beschwören. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel dieser hier, der himmelblauäugige silberne Drache, würde zum Beispiel nicht zerstört werden durch den Effekt von ihm, sondern weil er sich selber ja schützt. Und zwar, wenn diese Karte als Spezialbeschwörung geschworen wird, Monster vom Typ Drache, die du derzeit kontrollierst, können bis zum Ende des nächsten Spielzugs weder als Ziel für Karteneffekte gewählt, noch von diesen zerstört werden. Sprich, sein Effekt würde bei ihm hier nicht greifen. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase, du kannst ein normales Monster in deinem Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Sprich, wenn diese Karte auf dem Feld liegt und man zieht eine Karte, kann man danach einen weißen Drachen oder einen Drachengeist des Weißen beschwören. Verdammt gute Karte. Sehr, sehr gut. Kann man dreimal spielen, muss man nicht. Spiele ich zweimal. So, stattdessen spielen wir den schwarzen Rosenmondlichtdrache. Der hat einen ganz netten Effekt. Und zwar, falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird oder ein oder mehr Monster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite deines Gegners beschworen werden, wähle ein als Spezialbeschwörung beschworenes Monster, das den Gegner kontrolliert, gib das gewählte Ziel auf die Hand zurück. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Ist ganz nett, wenn man zum Beispiel sich einem starken Monster relativ schnell und auf unkomplizierte Art und Weise entledigen möchte. Spiele ich ganz, 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 ganz selten, aber sollte man mal drin haben, weil es gibt den Crystal Ring Synchro Dragon, den man noch spielen könnte und da kann man solche eine Karte als Tuner zwischenzeitlich benutzen. Genau. Dann, das waren die Synchro-Monster. Kommen wir zu den Xyz-Monstern, die eigentlich sehr, sehr gut sind und zwar einmal Nummer 62 Galaxieaugen Urphotondrache, kann ich nichts dazu sagen, will ich auch nicht drauf den Effekt angehen, weil das ist für mich einfach eine reine Zwischenkarte. Die Karte spiele ich nicht des Effekt wegen, sondern weil ich dadurch ihn hier rufen kann. Den Galaxieaugen Körperpanzer Photonendrache. Und bei dessen Effekt sieht es schon mal ganz anders aus. Und zwar kann ich diese Karte rufen, indem ich zum Beispiel ihn als Zwischenkarte benutze. Bei ihrem Effekt kann ich einmal pro Zug eine Karte abhängen und kann ein gegnerisches offenes liegendes Monster zerstören. Darüber hinaus kann ich einmal pro Spielzug bis zu zwei Ausrüstungskarten wählen, mit denen diese Karte ausgerüstet ist und sie als YZ-Material an diese Karte anhängen. Was in diesem Deck eigentlich völlig wurscht ist, weil uns geht es eigentlich nur um den Effekt, dass man eine Karte zerstören kann. Ja, und das war's. Aber auch er ist nur eine Zwischenkarte.
beziehungsweise der Effekt ist fantastisch, aber er wird auch oft als Zwischenkarte gespielt. Und zwar für die Nummer 95, den Galaxieaugen Dunkel Materie Drachen, der eigentlich eine sehr, sehr gute Karte ist. Zunächst ist einmal, wenn man diese Karte aufs Feld ruft, darf man selbst drei Monsterkarten des Typs Drache aus dem Deck auf den Friedhof legen. Wenn man das gemacht hat, muss der Gegner drei beliebige Monster verbannen. Das ist super, super interessant und eigentlich ein ziemlich geiler Effekt, weil so kann man extrem viele Karten, die man auf dem Friedhof haben will, auf den Friedhof legen. Darüber hinaus, liebe Freunde, kann dieses Monster, wenn man eine Karte abhängt, im Angriffsmodus oder beziehungsweise in der Battlephase bis zu zweimal gegen Monster angreifen. Sehr, sehr interessant. Hatte ich übrigens auch bei ihm hier vergessen, er kann auch bis zu zwei Monster in der Battlephase angreifen. Ja, also sehr, sehr gute Karten, sehr, sehr guter Effekt. Ja, darüber hinaus haben wir die Nummer 38, den Hoffnungsvorboten-Drachen Titanengalaxie. Er ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man sich absichern möchte gegenüber Zauberkarten, weil er kann einmal pro Zug die Aktivierung einer Zauberkarte verhindern und diese dann als XYZ-Material anhängen. Darüber hinaus kann man zum Beispiel, wenn der Gegner einen Angriff deklariert auf ein anderes Monster, kann man ihn hier aktivieren und sozusagen den Angriff nicht auf das andere Monster ausführen lassen, sondern auf ihn. Ist eine ganz nette Karte, auf jeden Fall in diesem Deck sehr, sehr spielbar. Empfehle ich, ist nicht ganz so teuer, sollte man ins Deck reinnehmen. Genau. Dann haben wir noch drei restliche Karten, und zwar Allsei der Sylvanische Oberbeschützer, ein Nicht-Drachen, sondern eine Pflanzenkarte. Ich lese deren Effekt mal ganz kurz vor. Und zwar, einmal pro Spielzug, du kannst einen Kartenname benennen, grabe die oberste Karte deines Decks aus und falls es die benannte Karte ist, füge sie deiner Hand hinzu. Lege sie andernfalls auf den Friedhof. Falls eine Karte durch seinen Karteneffekt von deinem Deck auf den Friedhof gelegt wird, außer während des Damage-Steps, du kannst ein XYZ-Material von dieser Karte abhängen und dann eine Karte auf dem Spielfeld wählen. Lege das gewählte Ziel entweder auf oder unter das Deck. Du kannst diesen Effekt von Allsei der Sylvanische Oberbeschützer nur einmal pro Spielzug verwenden. Ist ganz cool, wenn man seinen Gegner nicht schlagen kann, benutzt man seinen Effekt und legt ihn einfach unter das Deck. Coole Karte, spielbar. Ja, dann ganz kurz, ganz lustig, ganz praktisch, einfach für schnellen Monster zerstören. Einmal pro Spielzug hängt man ein Material von dieser XYZ-Karte ab und kann alle Monster auf dem Feld zerstören. Ja, der Effekt spricht für sich, macht halt alles kaputt. Ist ganz nett manchmal. Und die letzte Karte ist eigentlich eine sehr, sehr starke Karte, wenn es um Mirror Matches geht, also sprich im Vergleich. Wenn ich und Flo uns duellieren und wir beide Blue Eyes spielen, dann haben wir diese Karte immer sehr schnell im Anschlag. Und zwar besagt diese Karte, dass ich einmal pro Zug, falls es die einzige Karte auf meiner Seite ist, die ich kontrolliere, einen von den drei Effekten aktivieren kann. Und zwar Special Summon One Dragon Type Monster from your hand, also ich kann einen Drachen aus meiner Hand beschwören. Target One Dragon Type Monster of your opponent's control, take control of that target. Sprich, wenn Flo beispielsweise ein Blue Eyes White Dragon auf dem Feld hat, ich beschwöre diese Karte, aktiviere den zweiten Effekt, nehme ich mir einfach einen weißen Drachen mit rüber auf meine Seite und kann ihn behalten. Und das ist super. Und der dritte Effekt besagt, Dragon-Type Monsters, your opponent's controls cannot activate their effect until the end of your opponent's turn. Also sprich, Effekte von gegnerischen Drachenmonstern können nicht aktiviert werden. Sehr gute Karte für Mirages, sehr wichtig und auch sehr spielbar. Ja, das war das Extra-Deck und ja, das war eigentlich mein Blue Eyes White Dragon Deck. Klar, ich hatte noch gesagt, dass es noch ein paar Karten gibt, die im Side-Deck drin oder beziehungsweise die man auch spielen kann. Die habe ich euch mal rausgesucht. Zum einen habe ich ja schon erwähnt, dass es die Effektverschleierin sind, die man sich zum Beispiel besser angucken kann. Dann gibt es noch den weißen Stein der Legende, dass wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, dass man einen weißen Drachen auf die Hand bekommt. Ist auch mal ganz nett. Und dann gibt es noch den rotäugigen finsteren Metalldrachen, mit dem man zum Beispiel ein Drachenmonster einfach verbannen muss und kann dann einmal pro Zug ein Monster aus der Hand oder aus dem Friedhof des Typ Drachen spezial beschwören. Ist ganz nett und interessant. Mausoleum des Weißen ist eine wichtige Karte. Man kann ein Monster auf dem Feld targeten, kann ein normales Monster dann Typ Drache aus dem Deck entfernen und die Karte auf dem Feld bekommt dann entsprechend der Sterne mal 100 Angriffspunkte. Und man kann eine zweite Normalbeschwörung durchführen. Ist echt ganz interessant. Klar, Ruf des Silbernen hatten wir schon, dann Melody of the Waking Dragon hatten wir auch schon, Twilling Twister haben wir auch schon. Und die Karte ist ganz nett, wenn man zum Beispiel die Steine schon alle verbraucht hat und alle drei Steine auf der verbannten Seite liegen, kann man Begräbnis aus einer anderen Dimension spielen und alle drei Steine aus dem verbannten Bereich einfach wieder direkt auf den Friedhof legen und deren Effekt aktivieren. Ja, es gibt noch viele, viele, viele weitere Karten, die man sich einfach in dieses Deck reinpacken kann, wie zum Beispiel die Galaxy Soldiers, Cyber Dragon Infinity, also
Es sind so viele schöne Karten, aber das ist mein Deck, mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es funktioniert echt gut und es ist nicht gerade günstig gewesen, um es mal an dieser Stelle genannt zu haben. Aber ich denke, damit könnt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß haben. Ich war der Flo. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich richte euch natürlich auch liebe Grüße von meinem anderen Flo aus. Und wünsche euch eine wunderschöne Zeit und viele spannende Duelle. Wir sehen uns auf YouTube. Abonniert uns doch, liked uns, folgt uns, macht, was ihr wollt. Schreibt uns liebe Kommentare. Wir freuen uns über jeden. Und ihr seid die Coolsten. Wir sind die Spieler. Viel Spaß!